Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag Nummer 2. Ich bin gerade nach Hause gekommen von der Arbeit. Wir haben es gleich 16 Uhr und ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt zu Hause bin und diesen Tag geschafft habe und jetzt eine Woche frei habe. Oh Gott, die letzten Tage waren irgendwie so vollgestopft und anstrengend bei der Arbeit. Und heute dachte ich erst, Emma, du willst nicht ernsthaft draußen in die Kälte, oder? Heute dachte ich erst so, okay, es könnte ein bisschen entspannter werden als die letzten Tage und bin auch einigermaßen motiviert gestartet. Aber es war dann doch ganz anders. Also es fing halt schon mit dem Wetter an. Ne? Es war heute Morgen einfach mega glatt und verschneit. Und ich habe auf dem Weg zur Arbeit allein schon 2 Unfälle gesehen. Also nicht, wie sie passiert sind, aber halt so die, ich sag mal, die Spuren der Unfälle. Und ja, es war dann auch nicht entspannt und nichts. Und ich hatte irgendwann so einen Punkt, wo ich einfach nur dachte, ich hasse Menschen. In meinem nächsten Leben werde ich Tierpfleger oder so. Ich hatte einfach so keinen Bock mehr und so keine Nerven mehr übrig. Und es hat sich dann auch alles noch mega gezogen. Und ich bin jetzt echt einfach froh, dass ich zu Hause bin und Feierabend habe. Ich war auf dem Rückweg gerade noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Und jetzt werde ich, also ich habe heute 2 Dinge geplant. Zum einen so ein bisschen Haushaltskram und zum anderen hauptsächlich schreiben. Und ich werde jetzt mit ein bisschen Haushaltskram anfangen, mir nebenbei Mittagessen machen. Und dann am Abend geht's ans Schreiben. Und ich habe gerade eine Versandbestätigung von der Bücherbüchse bekommen. Zum einen habe ich Iron Flame halt bei der Bücherbüchse bestellt, weil ich den ersten ja auch von da habe. Ich habe den ja doppelt. Und also einmal normal, einmal von der Bücherbüchse. Und das wurde versendet. Das musste jetzt also die Tage ankommen. Ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt frei habe, weil das bedeutet, dass ich dieses Paket nicht erst von der Post abholen muss. Genauso wie eine andere Bestellung. Ich habe vor der Bücherbüchse vor Ewigkeiten die Vampyria-Trilogie und When the King Falls bestellt und habe da schon sehnsüchtig drauf gewartet und das wurde jetzt auch endlich versendet. Da habe ich auch gerade die Versandbestätigung bekommen, sprich spätestens am Montag sollte das alles hier eintrudeln. Ich denke mal eher am Samstag, aber ja, so oder so freue ich mich sehr auf diese Bücher, weil ich will ja im Dezember 4 lesen und vielleicht schiebe ich dann davon schon was ein. Ich habe zwar gesagt in meiner Leseliste November, dass ich die Bücher, die ich im November nicht schaffe, im Dezember mitnehme. Ich habe auch total Bock auf die Bücher, aber wenn ich jetzt weiß, dass die unterwegs sind, diese anderen, muss ich mal überlegen, weil ich auf die halt auch mega gespannt bin. Vielleicht schiebe ich die dann doch noch ein. Und ja, genau. Ja, heute ist der 30. Heißt, Türchen öffnen wir morgen zum ersten Mal. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon mega darauf, wieder mit euch Adventskalender auszupacken. Das macht jedes Mal so Spaß. Und ganz ehrlich, es ist auch einfach ein bisschen praktisch, weil allein dabei ja schon ein paar Minuten drauf gehen. Und gerade an Tagen, wo ich nicht so viel vloggen kann oder spät zu Hause bin, ist es halt ultra praktisch, weil damit der Vlog schon mal ein bisschen gefüllt ist. Muss ich einfach gestehen, das ist so. Aber ich freue mich auch so generell zu gucken, was in den Kalendern drin ist und mit euch das zu teilen. Und ja, muss mir das dann noch schön herrichten, spätestens morgen mit meinem Bücherweihnachtsbaum. Und dann mal gucken. Ja. Ich starte jetzt erstmal hier in der Küche mit Aufräumen, mache mir nebenbei mein Essen und dann schauen wir mal, was ich heute so alles geschafft kriege, würde ich sagen. So, die Küche ist aufgeräumt. Jetzt gibt es erstmal Essen und eine Folge Grey's Anatomy. Heute gibt es ganz klassische... Heute gibt es ganz klassisch Nudeln mit Tomatensauce. Und bei Grey's Anatomy bin ich, jetzt muss ich selbst mal gucken, wo bin ich denn? Staffel 10, Folge 13. Ah ja, okay. Ich habe übrigens ganz süße Gesellschaft von Emma, die jetzt schon eben ganz neugierig geschnuppert hat. Es ist total egal, ob sie das Essen mag oder nicht. Ja. Sobald ich mir was zu essen hole, schnuppert sie und ist neugierig. Das ist einfach immer so. Ja. So, es ist jetzt 6:30 schon und ich freue mich sehr, dass ich die nächsten Tage mehr Zeit zum Vloggen haben werde. Vielleicht habe ich auch mal wirklich was zu erzählen. Auf jeden Fall. Oh, ich muss meinen Adventskalender noch aus meiner Folie befreien. Fällt mir gerade so auf. Ich glaube sogar mehrere. Das könnte ich mal kurz machen. Eigentlich wollte ich sagen, ich bin jetzt soweit mit dem Haushaltskram durch und werde jetzt mich gleich ans Schreiben machen. Und bin gespannt, wie weit ich heute komme. Es ist so ein bisschen tricky. Ich weiß, was noch alles passieren soll. Es ist eigentlich echt nicht mehr so viel, weil es halt jetzt so das große Finale ist, der Finalkampf. Und wenn der Finalkampf vorbei ist, kommt halt noch so ein, ja, so eine Art Epilog oder beziehungsweise wie, was halt so danach passiert. Aber diese Szenen sind halt doch irgendwie relativ aufwendig. Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viel das jetzt so, sage ich mal, an geschriebenen Kapiteln oder Worten noch werden wird. Das ist so ein bisschen schwierig. Das macht mich auch so ein bisschen nervös, weil ich eigentlich glaube, dass
ich das jetzt am Wochenende problemlos fertig kriege. Aber andererseits denke, oh mein Gott, was ist, wenn ich mich voll verschätze? Weil ich es eben nicht so genau einschätzen kann. Deswegen werde ich jetzt erstmal anfangen und hoffen, dass ich heute gut vorankomme und möglichst weit komme. Und ja, mal schauen. Ich werde berichten. Geh auf. Und ja, wir bereiten schon mal... Oh, es riecht nach Schokolade. Wir bereiten schon mal die Adventskalender für morgen vor. Ich kann immer noch nicht glauben, dass morgen der erste ist. Irgendwie, es ging so krass jetzt. Krass schnell, ich weiß auch nicht. Also, das ist mein Schokoladen-Adventskalender. Es ist dieses Jahr ein ganz normaler, simpler, klassischer, einfacher Kalender. Weil, also ich fand die Kalender, die ich die letzten Jahre hatte, schon irgendwie schön mit diesen besonderen Figuren. Aber irgendwie habe ich dieses Klassische auch vermisst. Und irgendwie schmeckte die Schokolade nicht so hundertprozentig nach Adventskalender-Schokolade. Und deshalb durfte es dieses Jahr von den Schokoladenkalendern wieder der einfache sein. Das ist halt auch so ein bisschen nostalgisch, weil ich als Kind immer nur so einfache Kalender hatte. Ich hatte nie so Kalender in der Art, wie ich es jetzt hatte, die letzten Jahre habe. Ich hatte auch immer nur einen und immer nur so einen. Und es war einfach genug und es war schön. Ja gut, wir hatten von unserer Mama einen selbstgemachten. Den haben wir uns aber zu dritt geteilt. Also wir haben uns immer abgewechselt mit ans Türchen öffnen. Und aber ansonsten hatte ich halt immer nur den. Mit den ganzen anderen Kalendern, das hat ja erst vor 2 Jahren oder so angefangen. Ja, auf jeden Fall ist es deswegen auch so ein bisschen nostalgisch und Erinnerungen und so. Und ich freue mich. Er riecht einfach schon so nach Adventskalender-Schokolade. Oh Gott, morgen ist der erste. Wir können morgen das erste Türchen öffnen. Ich glaube es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich finde es so krass einfach. Ich habe keine Ahnung. Und ich finde es so schön, dass ich das halt im Luna im Frei genießen kann, dass ich ausschlafen kann, den ganzen Ruhe die Kalender auspacken kann. Dann gehen wir morgen in die Stadt und ja, suchen einen Adventskranz aus und bummeln mal kurz über den Weihnachtsmarkt, denke ich. Und ja, am Samstag bin ich zum Frühstücken verabredet. Das wird bestimmt auch richtig schön. Und Sonntag ist ja dann der erste Advent. Mal gucken, was ich damit mache. Achso, ja, ich wollte noch den... Oh Gott! Diese Kaninchen zerstören auch alles. Das ist doch meine Fernbedienung. Hallo? Der ist auch noch eingeschweißt. Ich glaube, wir gucken schon mal, wie diese einzelnen Päckchen aussehen, oder? Ich mache den schon mal auf. Und dann fange ich morgen auch an zu puzzeln. Das wird ein schönes Ritual. Ich hoffe, es kann das auch einhalten. Ein schönes Adventsritual. Ich zeige euch übrigens gleich noch mein Adventskalenderbuch. Ich habe tatsächlich eins für dieses Jahr. Nur eins, weil ich habe es damit irgendwie auch die letzten Jahre übertrieben. Also ich hätte sie gern alle gelesen, aber letztendlich habe ich mir immer zu viel vorgenommen. Und deswegen dachte ich mir, dieses Jahr gibt es nur eins. Wenn ich Bock auf mehr habe, kann ich eins von denen rereaden, die ich schon mal gelesen habe. Aber neues gibt es nur eins. Und okay, wir haben hier erstmal das Bild, wie es am Ende aussehen soll, als Poster. Moment. Oh Gott, es ist riesig. So groß ist doch das Puzzle nicht, oder? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Obwohl bei 1000 Teilen könnte das so gut aus, gut so groß sein. Aber auf jeden Fall haben wir hier das Bild. Was habe ich mir da nur eingebrockt? Oh mein Gott. Und so sieht das Ganze dann aus. Oh mein Gott. Ich will mal eins rausholen. Und da sind pro... Was waren das? Irgendwo stand es drauf, wie viele Teile es sind. Ich könnte es mir jetzt auch ausrechnen, aber ich habe keine Lust, es mir auszurechnen. 1008 Teile sind es und es sind 42 Teile pro Kästchen. Und diese 42 Teile gehören immer zusammen. Das klingt durch und durch machbar. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Puzzle-Ritual. Ich finde das Bild auch einfach mega süß. Also vielleicht könnt ihr es hier besser sehen als auf dem Poster. Es ist halt absolut klassisch, weihnachtlich und sehr schön. Also es gab das mit verschiedenen Motiven, das nochmal so am Rande. Ja, aber da freue ich mich sehr drauf. Und ich muss spätestens morgen die Kalender drüben schön arrangieren mit meinem Bücherbaum. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren mit dem Baum aus Büchern, habe ich entschieden. Wieso geht das jetzt nicht mehr zu? Ich fühle mich irgendwie zu Beginn dieses Vlogmesses in diesem Jahr sehr stokelig und sehr chaotisch, ich weiß auch nicht. Mein Adventskalenderbuch für dieses Jahr ist von den 3 Fragezeichen. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe in den letzten Jahren immer ein Hörspiel der
Hörspiel, oh Gott, ein Hörspiel der drei Fragezeichen als Adventskalender gehört. Das waren halt auch dann immer 24 Abschnitte zum Hören. Fand ich immer sehr cool, hat mir großen Spaß gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, ich lese die drei Fragezeichen eigentlich auch nicht. Ich hatte davon mal einige Bücher damals, hab auch einige davon gelesen, bin ich der Meinung. Schon ewig her. Hab aber festgestellt, dass ich sie doch einfach lieber höre. Und jetzt dachte ich mir aber dieses Jahr, ach komm, du hast doch kein Adventskalender, wo ich habe auch noch nicht so wirklich was gefunden gehabt, was mich angesprochen hätte. Muss gestehen, diese Bücher von, ich glaube, es ist der Löwe Verlag und Ravensburger oder so, mit, von verschiedenen Autoren und Autorinnen, diese Geschichten, sprechen mich nicht so an, seit ich das eine Jahr, das eine davon gelesen hatte, ich weiß gerade nicht mehr, A Wish for Christmas oder so, so ein blaues, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Da ist auch ein zweiter Teil erschienen, ich glaube sogar ein dritter. Auf jeden Fall hatte ich das ja angefangen. Ich glaube, das habe ich gar nicht mehr. Ich glaube, das habe ich sogar aussortiert. Ich habe das gar nicht bis zum 24. Dezember durchgezogen, weil ich es irgendwie blöd fand, dass das keine eigenständigen Kurzgeschichten waren, sondern zumindest die, die ich noch gelesen habe, in irgendeiner Weise an die anderen Bücher der Autorinnen angeknüpft waren. Also es waren entweder Vorgeschichten oder irgendwelche Zusatzgeschichten, die hinterher spielten oder währenddessen oder irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich das nicht so angesprochen. Zum einen, weil ich die Bücher und Reihen teilweise gar nicht gelesen hatte und ich es teilweise schwierig fand, innerhalb der Kurzgeschichte da so reinzukommen. Also ich hatte halt echt das Gefühl, dass vorausgesetzt wird, man kennt die Hauptgeschichte. Zwar war die Handlung in dieser Kurzgeschichte in sich abgeschlossen, aber so dieses ganze Grundgefüge, Charaktere, Welt oder was auch immer, da fand ich halt, hatte ich das Gefühl, ich müsste die ganzen anderen Bücher kennen. Und dass das halt vorausgesetzt wird, fand ich halt irgendwie doof und ich habe es halt echt versucht, aber ich hatte nicht so wirklich Spaß damit. Und von daher mache ich da jetzt erstmal einen Bogen drum, muss ich gestehen. Und ja, so habe ich irgendwie nicht wirklich was gefunden und dachte mir dann, gut, dann machst du die drei Fragezeichen. Ich habe dann zufällig gesehen, dass das Ganze eine limitierte Auflage ist. Ich krieg den Sticker übrigens nicht ab, er ist zu fest. Vermutlich limitiert, weil es bunt illustriert ist oder so. Also die Kapitelanfänger sehen immer so aus. 1. Dezember ist das jetzt. Oder weil es ein Hardcover ist. Ich weiß es nicht. Aber es soll auf jeden Fall limitiert sein. Und hier geht es um... Ja, das Ganze ist natürlich auch in der Weihnachtszeit und Justus, Peter und Bob übernehmen einen neuen Fall. Sie schmücken den Weihnachtsbaum auf dem Schrottplatz, als sie plötzlich einen kryptischen Hilferuf in einem Weihnachtsglöckchen entdecken. Doch wer ist der Absender? Die Spur führt sie in ein Wohnheim für Jugendliche. Die Zeit drängt. Und ja, sie versuchen natürlich den Fall bis Heiligabend zu lösen. Ist ja klar. So, das nochmal kurz zum Thema Adventskalender. Jetzt mache ich mich aber wirklich erstmal ans Schreiben.